Willkommen bei der Swiss Traders Schlag, den DAX Show. DAX Live Trading, finanzielle Freiheit mit Day Trading und Disclaimer, es findet keine Anlageberatung statt. YouTube-Filme sind rein didaktischer Natur. Ja, wir haben Samstag, 24.02.24 und ich habe mir noch Überlegungen gemacht, wie lange der Bullenmarkt noch anhält. Und das ist jetzt der Viertelstundenchart von gestern, Freitag, 23.02. Wir haben da so auffällig war schon am Donnerstag, dass hier solche beim Rückkommen solche symmetrischen Dreiecke gebildet wurden. Normalerweise geht es meistens, dass solche Dreiecke gebildet werden und dass es weiter nach unten geht, wie ich das erwartet habe, ist aber nicht geschehen. Da haben wir gestern Morgen ebenfalls so ein Dreieck gebildet, fast keine Bewegung erwartet, dass es runtergeht. Es geht nach oben, aber nur noch schwach. Wir haben hier ein exaktes Doppeltop. Und das heißt jetzt aber leider noch nicht, dass wir da mit Sicherheit wieder runterkommen. Wenn wir nämlich den Tageschart anschauen, da haben wir nur eine rote Tageskerze. Die letzte Tageskerze ist rot. Der Vortag stieg um 256 Punkte. Ist also da noch nicht sicher, ob das wirklich runterkommt. Meistens ist es so etwas, bevor etwas sinkt, dass wir einen Doppeltop bilden. Es muss nicht sein, hier zum Beispiel sind wir dann auch direkt runtergekommen, aber hier haben wir so einen Broadening Top, also das heißt, wir haben auch mehrmals an einen Top angeschlagen. Erst dann sind wir runtergegangen und das war ja da der Montag. Da bin ich jetzt falsch. Ja, hier. Dienstag, 18. Januar. Vor allem hier haben wir auch wieder ein Equal Low gemacht, also ein Tief und danach ein Equal Low und sind dann hochgegangen. Wie weit das jetzt noch weitergeht, was mich befürchten lässt, ich warte ja sehnlichst, dass es wieder mal runtergeht, dass hier diese Trendlinie noch nicht erreicht wurde. Meistens sind die Symmetrien so stark und so exakt, dass wir da eigentlich sowas zu erwarten hätten, einen Doch nach oben. Und der fehlt da momentan im Tageschart noch völlig. Aber es kann natürlich sein, dass wir trotzdem runterkommen. Schauen wir noch den CASA-DAX an. Hier, wir sehen hier massenweise, also im Tageschart, diese Gaps, überall Gaps, da auch Gaps, Gaps, Gaps und da ein riesen Aufwärtsgap. Das war ja vom Mittwoch auf den Donnerstag die Meldung Nvidia, die Zahlen von Nvidia. Und es kann natürlich schon sein, dass wir da wieder runterkommen, dass das jetzt wirklich heiße Luft ist, die dann wie ein Soufflé zusammenfällt. Meistens sehen wir da bei Doppeltops, da bevor wir wieder runterkommen. Es kann jetzt auch sein, dass wir da runterkommen, nochmals hochgehen, vielleicht noch ein bisschen höher und dann erst richtig absacken. Wir haben am 29. CPI-Daten, die werden sicher schlecht ausfallen, weil die Inflation sicher wieder gekommen ist. Und am 12. März
endet das Bank Funding Term Program. Da wird Liquidität geliefert to US Depository Institution, also Liquidität vor allem für die kleineren Banken, die da in der Immobilienkrise stecken, also vor allem Gewerbeimmobilienkrise. Und ich vermute, dass dieses Programm hat hier die Liquidität geliefert, dass wir solche Allzeithoch nach Allzeithoch haben. Da ist extrem viel Liquidität vorhanden. Das wird auf Pump gemacht. Und die Großen, denke ich, die werden bald mal abverkaufen und versuchen, das auf diesen Gewinn, den sie auf Pump gemacht haben, abzuverkaufen. Es ist eben da relativ billiges Geld vorhanden. Schauen wir da noch auf US 500. Der US 500 auch allerdings jetzt genau da an einer Trennlinie gestiegen und weiter gestiegen. Auch wieder auf Rekordhoch. Am Freitag nochmals ein Rekordhoch. Wie auch DAX natürlich. Und irgendwo wird das ein Ende haben. Da ist es schön an einer Trennlinie. Es könnte da wirklich wieder runtergehen. Wir sehen auch diese vielen Fair Value Gaps. Es gab da mehrere Gaps nach oben. Dann mal schauen, Bitcoin auch extrem gestiegen, wohl wegen der ETFs. Hier sind wir schon an die obere Trendlinie gestoßen, haben da ein Doppeltop gemacht. Das vermisse ich eigentlich im DAX und in den US-Indizes noch, und haben jetzt da drei rote Tageskerzen gemacht. Jetzt übers Wochenende wieder eine Erholung. Meist ist es ja so, dass sich die Kryptos übers Wochenende erholen, auch weil einfach das Volumen kleiner ist und weil da die Großen fehlen. Wahrscheinlich werden wir da nochmals raufgehen und dann nachher aber auch wieder runter. Bei Ethereum ist es noch weniger klar, dass wir hier runterkommen. Übers Wochenende nochmals rauf. Aber eben, was wir sehen sollten, wären eindeutige Lunden. Das sieht man beim Wachs noch nicht ganz. Ich bin dann gespannt, was der Montag bringt. Vielleicht nur eine kleine Korrektur. Die große, die wird vielleicht erst Ende 29. vielleicht mit den CPI-Daten oder erst am 11. März kommen, wenn das BTFP-Programm endet. Gut, das war's bei Swiss Trader. Schauen Sie wieder ins Live-Trading rein, dann werden wir weiter sehen. Tschüss zusammen.